Partei Österreichs, Bundeskanzler, von Beruf Diplomat, langjähriger Außenminister, absolvierter Jurist, Industriellensohn, seit der Jugendzeit Parteifunktionär. Das legt die Frage nahe, wie sind Sie zu dieser Partei gekommen, wie sind Sie Sozialdemokrat geworden? Das lässt sich bei mir nicht so einfach beantworten. Das ist das Ergebnis eines Prozesses, der sehr früh, ich möchte fast sagen, in meiner Kindheit begonnen hat, die ja überschattet war vom Erlebnis des Ersten Weltkriegs. Das heißt, so wie halt ein Kind den Krieg erlebt. Der Zufall wollte es, dass unser Kinderspielplatz in der Nähe der sogenannten Mollatschule war, die im Ersten Weltkrieg in ein Lazarett verwandelt wurde. Und die Schwerverwundeten sind von der Isonzer Front heruntergebracht worden zur Mollatschule. Und wir Buben, wir waren damals 6 und 7 Jahre alt, haben zugesehen, und das ist für mich ein unauslöschliches Kriegserlebnis geblieben. Nach dem Krieg gab es furchtbare Not, und hier hat mich vor allem der Umstand besonders erregt, dass ich um mich herum Freunde gehabt habe, Schulfreunde, die gehungert haben, Not gelitten haben, während ich selber in einem relativen Wohlstand leben konnte. Und das hat natürlich die Frage in mir aufkommen lassen, die man als Kind zuerst in der Regel dem Vater stellt oder der Mutter: Wieso gibt es Arme und Reiche? Sicher hätte ein anderer Vater, der seinem Sohn darauf geantwortet hätte, das ist ihre eigene Schuld, dass es Arme gibt, sich's leicht gemacht. Mir hätte diese Antwort sicher nicht genügt. Zum Glück habe ich sie nicht bekommen. Mein Vater hat jedenfalls den ernsten Versuch gemacht, mir zu zeigen, dass Armut ein Schicksal ist, ein unverschuldetes Schicksal meistens ist, und hat so mir begreiflich gemacht, dass etwas falsch sein musste in der menschlichen Gesellschaft. Und das hat genügt, um zusammen mit anderen Erlebnissen mich hellhörig zu machen. Dann kam die Zeit des Wanderns und der Ausflüge. Da bin ich in eine Jugendgemeinschaft gekommen, in der es Leute gab, unter ihnen Männer, die später große Wissenschaftler wurden, wie zum Beispiel Professor Lazarsfeld an der Columbia University und andere, die politisch sehr interessiert waren, die das waren, was man heute als Jusos bezeichnen würde, ausgestattet mit einem gewissen Radikalismus, gleichzeitig Jugend bewegt. Das hat mich schon näher der sozialistischen Bewegung gebracht. Und dann kam für mich als Mittelschüler, noch in der Unterstufe, das Ereignis des Selbstmords eines Wiener Mittelschülers aufgrund der Schwierigkeiten, die er in seiner Schule vor allem mit seinen Lehrern hatte. Das hat zu einer Art Aufstand der Mittelschüler geführt. Wir sind vor den Stadtschulrat gezogen und haben den Schulkampf geführt. Damit kam ich in die Nähe der sozialistischen Mittelschüler, wo ich sehr kurz verblieben bin. Mir hat diese Diskussion um ihrer Selbstwillen sozusagen, um des Rechthabens willen, nicht viel Freude gemacht, und ich bin dann zur sozialistischen Arbeiterjugend gegangen, was gar nicht so leicht war, denn da kommt so ein Bürgersöhnchen daher, ein Mittelschüler, ein Student, wie man damals großzügig gesagt hat, ein Intellektueller, wie man etwas übertrieben gemeint hat. Und damals war man ja sehr vorsichtig mit den Intellektuellen. Man wollte ja
die Arbeiterjugendbewegung nicht überwuchern lassen von Intellektuellen, sondern man wollte den jungen Arbeiterinnen und Arbeitern die Entfaltung, die freie Entfaltung gewährleisten, ohne intellektuelle Bevormundung. Ich habe es also gar nicht leicht gehabt. Dann habe ich fleißig gearbeitet, das muss ich sagen, und bin dann Funktionär der Sozialistischen Arbeiterjugend geworden. Darauf war ich sehr stolz und war darüber auch sehr glücklich. Motiviert durch die Dramaturgie dieser Zeit. Es ging aber von einem persönlichen Erlebnis oder von einer Summe von Erlebnissen aus, ohne den ideologischen Überbau. Wann kam die Beschäftigung mit dem Sozialismus an sich dazu? Na, sie begann schon damals, als ich mit Freunden in dieser Wanderbewegung und in der Mittelschülerbewegung war, da hat es zum guten Ton gehört, über Marx zu diskutieren. Da sind sehr gescheite Referate gehalten worden und da musste man, um mitkommen zu können, anfangen zu lesen. Der große Lehrer für mich war Otto Bauer, nicht zuletzt deshalb, weil er mich als Mensch fasziniert hat, sondern weil er es verstanden hat, die komplizierten Dinge so unendlich einfach darzustellen, ohne deshalb zu simplifizieren. Es wird heute sehr viel von Ideologie gesprochen, von der weltanschaulichen, gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung der Parteien, die meines Erachtens nach auch notwendig ist, um differenzieren zu können, damit der einzelne Mensch doch weiß über all das, was praktisch das tägliche Leben reglementiert, hinaus, wo ist eine Zielsetzung. Wenn ich nun zur Gegenwart überblende, war das der Anlass, das sozialistische Parteiprogramm neu zu fassen, es zu überdenken? Ich habe an sich das Wort Ideologie gar nicht so gern. Es hat ja einen Bedeutungswandel im Laufe der Jahrzehnte durchgemacht. Ich rede lieber von den ideellen Grundlagen einer Bewegung, von ihren tragenden Ideen. Ja, ich glaube, dass eine große historische Partei, wie es die Sozialdemokratie ja ist, dass eine solche Partei, die gesellschaftlichen Verhältnisse verbessern will, dadurch verbessern will, dass sie sie verändert, dass eine solche Partei immer wieder verpflichtet ist zu prüfen, inwieweit ihre tragenden Ideen Bestand haben, inwieweit sie die Konfrontation mit der Gegenwart aushalten. Denn es gibt ja Ideen, die außerhalb der Bewegung entstehen und mit denen muss sie ja immer bereit sein, sozusagen in den Ring zu treten. Neue Ideen provozieren diese Auseinandersetzung. Ich habe da von Otto Bauer ein Zitat gefunden aus einem Artikel Marx als Mahnung, wo er schrieb, alle Wissenschaft ist und kann nichts anderes sein als Sammlung, Ordnung und Bearbeitung von Erfahrungen. Auch Marxens grandioses ökonomisches und historisches System ist nichts anderes. Der Kapitalismus von heute ist nach Ausdehnung und Struktur grundverschieden von dem Kapitalismus der Entstehungszeit des Kapitals. Kein Zweifel, dass eine neue Bearbeitung von Erfahrungen so manchen Satz Marxens, der aus ganz anderen Erfahrungen geschöpft war, berichtigen wird. Wer möchte heute aus einem Lehrbuch des Jahres 1847 oder selbst 1867 Physik lernen? Das sagte Otto Bauer schon im März 1923. Wenn man also nach diesem Zitat her das Parteiprogramm betrachtet, so wird mancher Ruf mir nicht ganz verständlich, der aus der Sozialdemokratie kommt, dass dieses Programm sich also wirklich wieder auf Marx beruft, bezieht, zurückkehrt zur Idee des Austromarxismus. Das ist ein Missverständnis. Im Gegenteil, ich habe in meiner Rede zum Programm sehr deutlich zu machen versucht, was Marx heute noch bedeutet. Und ich habe bei anderen Anlässen immer wieder darauf verwiesen, dass deshalb, weil es
Einstein und seine Theorie gibt, dass deshalb nicht Newton ausgelöscht werden kann. Deshalb, weil es heute so viel Neues gibt, sich so viel verändert hat, kann man nicht von vornherein sagen, das, was Marx einmal geschrieben hat, ist blanker Unsinn oder ist überholt, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt gewisse Denkmethoden, es gibt gewisse Gedanken, die nach wie vor ihre Gültigkeit behalten haben. Aber vieles andere ist, so wie Otto Bauer es schon vor fast 60 Jahren gesagt hat, so nicht mehr zu denken, so nicht mehr zu verstehen und so nicht mehr gültig. Was ist dann am neuen Parteiprogramm der SPÖ marxistisch? Ich lehne diesen Begriff Marxismus ab, weil ich nicht der Meinung bin, dass es sich hier um ein geschlossenes Gedankengebäude handelt, sondern um eine Fülle von Erkenntnissen, Ansichten und Methoden. Was marxistisch ist, unter Anführungszeichen, ist die Art der Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ich selber muss zugeben, dass mir viele Zusammenhänge verschlossen und verhüllt geblieben wären, hätte ich nicht oder wäre ich nicht bei Marx in die Schule gegangen, hätte ich nicht von ihm gelernt, die Ursachen geschichtlicher Entwicklungen und Tendenzen zu erkennen. Und deshalb sage ich, man soll Respekt bewahren vor dem großen Mann, vor so einer großen wissenschaftlichen Persönlichkeit. Ich sage aus sich wissenschaftlichen Persönlichkeit, denn als Mensch war er ja nicht leicht und war eher ein schwieriger und manchmal sehr unerfreulicher Mann. Man soll Respekt haben vor seiner geistigen Leistung, aber man soll um Gottes Willen nicht alles sozusagen in den engen Bereich seiner etwa ökonomischen Erkenntnisse hineinzwängen, weil man so zu einer Vereinfachung käme, die einen nur verwirren müsste. Sie sagen selbst Analyse, dass Sie da gelernt haben, sozusagen zu zergliedern, einzusehen, aber notwendig ist ja doch die Synthese. Und da zeigt sich doch, dass dort, wo marxistisches Gedankengut versucht wurde, in der Synthese zu verwirklichen, letztlich eine Utopie entstanden ist. Um die Utopie Wirklichkeit werden zu lassen, war jeweils der Zwang notwendig. Ohne den ist es nicht gegangen, weil im Denkmodell Marx an den perfekten Menschen gedacht hat, der nicht existiert. Ja, das ist eine Seite dieses Problems. Und ich möchte das gar nicht so, wie Sie sagen, anerkennen. Marx hat sich ja sehr wenig mit der Gesellschaft beschäftigt, die es einmal geben soll. Denn er hat ja alle diejenigen, die so ein Bild einer kommenden Gesellschaft gemalt haben, sehr ironisiert und hat sie als Utopisten bezeichnet. Das war eine Zeitung sogar fast ein Schimpfwort. Heute ist es ja nicht mehr der Fall. Marx hat also, wie gesagt, kein Bild einer zukünftigen Gesellschaft gezeichnet. Er hat aber den Übergangsprozess dargestellt und dieser Übergangsprozess ist meiner Ansicht nach falsch, weil er sich so nicht vollzieht, weil Marx mit einer Reihe von Dingen nicht gerechnet hat, die in der Zwischenzeit eingetreten sind. Er hat also jenen berühmten Paukenschlag gesetzt mit dem Satz, wonach die Expropriateure expropriiert werden, wonach also dieser Sprung in ein neues Zeitalter, in eine neue Gesellschaft beginnt. So sind die Dinge nicht vor sich gegangen. Dort, wo es heute zum Beispiel den Kommunismus gibt, hat es ja keinen Industriekapitalismus, nicht einmal im Sinne Marxens gegeben.
Er hat ja vor sich das Beispiel Englands gehabt, das bedeutendste Industriestaat seiner Zeit. Das hat es ja gar nicht. Das waren ja Bauernstaaten. Die Sowjetunion ist entstanden auf dem Boden des zaristischen Russlands, das eine kleine industrielle Entwicklung nur durchgemacht hat. Die kommunistischen Staaten in Osteuropa sind mit Ausnahme der Tschechoslowakei Agrarstaaten gewesen. Also dort hat das, was Marx so faszinierend in seinem Kapital geschildert hat, die ursprüngliche Akkumulation, dort ist der Kapitalismus noch gar nicht entstanden. Dort hat sich jene Revolution vollzogen, die in Wirklichkeit keine Revolution war, wenn ich von der russischen absehe. Denn der Kommunismus in Osteuropa ist ja im Kielwasser der siegreichen Roten Armee errichtet worden. Das waren ja keine Revolutionen, das waren Machtergreifungen kommunistischer Parteien unter dem Schutz der Bajonette der Roten Armee. Insofern hat sich also etwas ganz anderes ereignet, als Marx vorausgesehen hat. Die großen Industriestaaten unserer Zeit, Amerika, England, Deutschland, dort ist es bis heute nicht zur Expropriation der Expropriateure, also zur Enteignung der Enteigner gekommen. Dort ist der moderne Industriestaat entstanden als die modernste Form des Kapitalismus und er hat Formen entwickelt, von denen Marx sich nichts hat träumen lassen. Das neue Programm peilt aber doch als Zielvorstellung nach wie vor die klassenlose Gesellschaft an, obwohl doch ein Faktum ist, dass die klassenlose Gesellschaft unverwirklichbar ist. Es gibt einen Gilas, der selbst mitgearbeitet hat an der Verwirklichung einer klassenlosen Gesellschaft in Jugoslawien und dann bekennen musste, stattdessen entstand eine neue Klasse. Das ist ein, glaube ich, historisches Faktum, dass es jeweils eine herrschende Klasse geben wird. Wenn man Klassen vernichtet, entstehen neue Formen. Ja. Also ist hier doch eine Zielvorstellung, die unverwirklichbar ist. Nein, vielleicht darf ich das so sagen. Es gibt Ziele, die nicht unbedingt verwirklicht werden müssen, die man aber aufstellt, um sich ihnen anzunähern. Wenn es wahr ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es große Klassenunterschiede gibt, das kann ja niemand bestreiten, dann muss eine politische Bewegung, die ein höheres Maß an Gleichheit verwirklichen will, trachten, diese Klassenunterschiede zu mildern und unter Umständen sogar sich zum Ziel zu setzen, sie zu beseitigen. Aber selbst wenn es gelänge, die heutigen Klassenunterschiede zu beseitigen, wird, und das ist eine Lehre, die wir von Karl Marx übernommen haben, wird ein dialektischer Prozess nach wie vor stattfinden, indem es aus den verschiedensten Gründen wieder neue Gruppierungen geben wird in der Gesellschaft, die man Klassen nennen kann, wie zum Beispiel Gilas, die herrschende Schicht im kommunistischen Jugoslawien als neue Klasse bezeichnet, eine Erscheinung, die es in allen kommunistischen Staaten gibt. Es entsteht eine neue Klasse. Sie besitzt zwar nicht die Produktionsmittel, aber sie hat die Verfügungsgewalt über sie und über andere Machtmittel. Ja, von denen aber Gilas sagt, dass sie in ihrem Wirken brutaler ist, als jede Klasse es vorher war. Das kann man nicht sagen. Natürlich, wenn das kombiniert ist mit der politischen Diktatur, dann ist diese Klassenherrschaft brutaler. Etwa so wie in einem lateinamerikanischen Staat, in dem es eine Klasse gibt, die sich mit der Militärkaste verbündet hat und so die Macht ausübt. Dann ist das eben eine brutale Klassenherrschaft. In der Demokratie ist diese Herrschaft einer Klasse, übrigens auch im modernen Kapitalismus, verfügt ja nur
der Chef eines großen Unternehmens über die Produktionsmittel. Er besitzt sie ja nicht mehr. Sie gehören ihm ja in der Regel nicht mehr. Er hat nur die Verfügungsgewalt darüber. Im modernen Kapitalismus, also in der modernen Industriegesellschaft, die ja auch geprägt ist im politischen Bereich durch die Demokratie, dort ist die Klassengesellschaft gemildert durch die Funktion der Demokratie, die ja die Klassengegensätze insoweit reduziert, schon vom politischen her, als ja Parteien, etwa Arbeiterparteien, durch ihre gesammelte Kraft irgendwie eine sogenannte Countervailing Power darstellen, also eine Art Gegenkraft darstellen. Die Demokratie mildert also die Klassengegensätze dadurch, dass sie freie Gewerkschaften zulässt. Das ist ein Versuch, die Kraft der Arbeitnehmer zusammenzufassen, um sie den anderen gleich stark werden zu lassen. Die Demokratie, die in dieser Form von Marx, so glaube ich, gar nicht richtig erkannt wurde, er hat sich jedenfalls wenig damit beschäftigt, die Demokratie mildert diese Klassengegensätze. Es kann sogar durch eine Verteilungspolitik des Staates ein gewisser Ausgleich geschaffen werden. Was wir nun sagen ist, dass wir nicht wie die Kommunisten durch die Machtergreifung einer Partei glauben, dass eine neue Gesellschaft entstanden ist, sondern wir sagen, dass das, was wir wollen, unser Weg zum demokratischen Sozialismus, ist ein ständiger Prozess, in dem es immer wieder neue Gruppierungen geben wird, die Einfluss haben. Dadurch aber, dass die Demokratie nicht nur besteht, sondern weiter ausgebaut wird, gibt es immer neue Möglichkeiten der Machtkontrolle, wird sich immer wieder ein neuer dialektischer Prozess abspielen. Und so sehen wir den demokratischen Sozialismus als einen immer wieder sich erneuernden gesellschaftlichen Prozess, während die Kommunisten ihre Ziele so verfolgen wollen, dass von dem Tag der Machtergreifung an diese Macht von ihnen nicht mehr hergegeben wird und damit beginnt für sie der Sozialismus, etwas, was mir als die größte Irreführung der modernen Geschichte erscheint. Warum haben Sie durch die Verwendung des Wortes klassenlos sich diesem Missverständnis, das ja gleichzeitig eine Angriffsfläche bietet, ausgesetzt? Denn es wäre möglich gewesen, durch Vermeidung ja eine klare Definition zu erreichen und damit auch eine Angriffsfläche gegenüber dem Programm wegzunehmen. Um sehr einfach zu beantworten, weil ich mir kein sozialistisches Programm vorstellen kann, das feststellt, Klassen geben könnte, dass wir die Existenz der Klassen akzeptieren. Das ist ein moralisches Gebot, wenn Sie so wollen, so wie also religiöse Parteien gewisse Axiome als unbestritten übernehmen müssen. Etwa zum Beispiel, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Etwa zum Beispiel, dass es eine durch die Religion vermittelte höhere Moral gibt. Auf der anderen Seite sind wir uns aber klar darüber, dass es immer wieder neue Gruppierungen geben wird, sei es materiell begründet, sei es durch die Verfügungsgewalt über gesellschaftliche Machtmittel und so weiter. Und im Bestreiten dieser Gruppierung und ihres Anspruchs scheint mir ein wesentlicher Teil der Demokratie zu bestehen, dass die Demokratie den Menschen das Recht gibt, Macht zu kontrollieren, Macht zu verteilen und Macht, wenn es irgendwie geht, zu beseitigen. Das ist ja der tiefere Sinn der Demokratie. Er besteht ja nicht nur in dieser arithmetischen Gleichheit, ähnlich der vor dem Gesetz von der Anatole France gesagt, dass sie dem Reichen und dem Armen gleichermaßen verbietet, Brot zu stehlen, wenn es sie hungert, oder unter Brücken zu schlafen, wenn sie obdachlos sind. Das ist der höhere Sinn.
gesunde Demokratie, das ist das, was ich die soziale Demokratie nenne, also die Demokratie, die Auswirkungen auf alle Gesellschaftsbereiche. Auch hier natürlich handelt es sich um Zielvorstellungen, die zum Teil sehr weit in der Zukunft liegen, aber die sehr schöpferisch sind, weil ja allein in dem Umstand, dass man sich die wirtschaftliche Demokratie nicht so vorstellen kann wie die politische Demokratie, ja eine Herausforderung liegt. Will man für die wirtschaftliche Demokratie kämpfen, dann muss man sich klar darüber sein, dass die Menschen, die in der Wirtschaft mitreden wollen, auch die Zusammenhänge der Wirtschaft kennen müssen. Dadurch entsteht eine ganz bestimmte Erziehungsvorstellung. Und es ist gar keine Frage, dass sich die wirtschaftliche Demokratie andere Elemente bedienen muss als die politische Demokratie. Mit dem bloßen Zählen der Stimmen geht es dort nicht. Hier müssen also neue Formen entwickelt werden. Und wieder anders ist das im kulturellen Bereich. Tritt man hier für die Durchsetzung demokratischer Grundsätze ein, wird es wieder andere Äußerungsformen geben müssen. Was unterscheidet eigentlich eine konservative Partei von einer sozialdemokratischen Partei? Dass meiner Ansicht nach die Konservativen politisch die Demokratie ausschließlich in den politischen Bereich hinein verbannt wissen wollen, während ich ihr Entfaltungsmöglichkeiten im gesamtgesellschaftlichen Bereich. Das ist aber gleichzeitig ja doch ein Angriffspunkt auch gegenüber dem Programm von Kritikern des Programms, dass man ihm sagt, das Sozialistische Parteiprogramm versucht, das gesamte Leben zu programmieren. Nun gibt es Bereiche, die sicher nicht nach demokratischen Spielregeln leben können. Es gibt gleichgeartete und es gibt hierarchische Strukturen. Ich kann also nicht das gesamte Leben einem Programm einer Partei unterwerfen. Hier bewegt sich doch die Sozialistische Partei schon mehr hin in das Gebiet einer Quasi-Religion, eines weltanschaulichen Anspruchs. Das, was am wenigsten programmiert werden kann, ist die Demokratie, weil ja niemand weiß, was aus der Summe der Willen der Menschen wird. Ganz im Gegenteil, jede Art von Autorität zwingt die anderen, so zu denken, wie die Autorität es haben will. Die Demokratie ist das Unvoraussehbare, weil man nicht von vornherein wissen kann, wie die Menschen reagieren. Daher glaube ich, dass gerade das Bekenntnis der modernen Sozialdemokratie, und darauf bin ich persönlich stolz, das ist einer der wenigen Dinge, auf die ich stolz bin in meinem Leben, dass ich diese Frage so aktualisiert habe, ich habe so nicht erfunden, die Problemstellung. Diese klare Vorstellung, dass der demokratische Sozialismus kein Zustand schlechthin ist, wenn man irgendeine politische Entscheidung herbeiführt, sondern ein dauernder gesellschaftlicher Prozess, der durchaus nicht voraussetzen muss, dass es immer Sozialdemokraten an der Regierung gibt, dass dieser Prozess eben einer im Sinne der Verwirklichung von mehr Demokratie im gesellschaftlichen Leben bedeutet. Das ist aber auch die Antwort auf vieles andere. Schauen Sie, man spricht vom Entfremdungsprozess, der eingetreten ist zwischen Mensch und Arbeit. Ich kann heute diesen Entfremdungsprozess nicht überwinden, indem ich den Abgrund zwischen der Arbeit des Menschen im modernen Betrieb und dem Fließband und dem Menschen selber ändere. Ich kann gewisse Erleichterungen schaffen und so weiter. Ich kann das nur kompensieren, indem ich diesen Menschen das Recht gebe, in dem Wirtschaftsprozess, an dem er teilhat,
eine Massenmitsprache kommt. Und diese Massenmitsprache wird halt am Anfang bescheiden sein und wird sich allmählich immer mehr entwickeln. So wie auch das Maß an Demokratie am Anfang der Geschichte der Demokratie sehr bescheiden war, dann immer größer geworden ist. Herr Bundeskanzler, wenn wir hier auf die Mitbestimmung im Betrieb gehen, zum Beispiel, dann scheiden sich die Geister, denn soll es also die Gewerkschaft sein, die hier sozusagen die Mitbestimmung oder das Miteigentum am Produktionsmittel verwaltet oder der Einzelne selbst? Geht es um die Mitbestimmung im Betrieb, dann muss sie ausgeübt werden von denen, die im Betrieb arbeiten. Ob sie es jetzt gut machen oder schlecht machen, das ist genauso unabhängig vom Prinzip wie die Frage, ob der Unternehmer ein guter Unternehmer ist oder ein schlechter Unternehmer, ob er die Produktionsmittel richtig disponiert oder falsch disponiert. Das ist das Risiko, das wir alle eingehen. Nun müssen wir uns bemühen, es so gut als möglich zu machen. Aber deshalb, ihnen die Mitentscheidung, die Mitbestimmung wegzunehmen und sie denen zu übertragen, die schon woanders Macht haben, das halte ich für falsch. Und daher muss man auch selber wachsam sein, um nicht hier Machtzusammenballungen zu fördern, die wie alle Machtzusammenballungen a priori gefährlich sind. Herr Bundeskanzler, ich bin immer gegen jede parteipolitische Verteufelung, egal von welcher Seite sie kommt. Und daher auch ein Gegner jenes Spruches, Sozialisten ruinieren unseren Staat. Sie wollen ihn bewusst ruinieren, weil sie Österreich nicht lieben, weil sie, und ich weiß nicht was alles, denn wenn etwas glaubhaft ist, dann ist es das Bekenntnis zu Österreich, dass sich an sich jeder Partei glaubhaft zubillige, dass sie von ihrer Warte her dieses Land aufbauen will. Etwas anderes zu behaupten ist meines Erachtens noch dumm. Wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede des Weges gegenüber den anderen Parlamentsparteien? Ja, vor allem in der ideellen Grundlage der Politik. Natürlich kann ich heute nicht sagen, was eine andere Regierung etwa der konservativen Partei getan hätte angesichts der weltwirtschaftlichen Entwicklung, die sich 1974 gezeigt hat. Sofern sie überhaupt von den Konservativen erkannt wurde, was ja nicht der Fall war. Man hat das ja als eine kleinere Rezession betrachtet, die wieder vorübergehen wird, während wir aus unserer wieder, glaube ich, zu einer bestimmten analytischen Methode in der Politik sehr bald erkannt haben, dass es sich um die Weltwirtschaftskrise handelt und haben unsere Politik danach eingerichtet. Ich bezweifle, ob die Konservativen das getan hätten. Und zwar kann ich mich darauf berufen, was in anderen Ländern geschehen ist, wo sie diesen Ereignissen lieber vollkommen aktionslos gegenübergestanden sind. Das sieht man auch an den Arbeitslosenzahlen. Wenn ich ein paar Millionen Arbeitslose habe, erreiche ich natürlich, dass die jährlichen Lohnbewegungen unter Umständen aufhören, dass die Menschen auch real und zufrieden sind. Denn wenn ich um meinen Arbeitsplatz Angst haben muss und weiß, dass draußen der Buskammarkt, die Reservearmee genannt, steht, dann werde ich für solche Überlegungen einsichtiger sein, als wenn ich weiß, dass mein Arbeitsplatz niemand hat sich das letztes Mal schon nicht als richtig ausgesehen. Es hat der Kriegsvorbereitung bedurft, um die Arbeitslosigkeit aufzusaugen. Aber es ist jedenfalls eine Welt, die mich von diesen Vorstellungen trennt. Dass man natürlich Leute nicht beschäftigen kann, die man nicht braucht auf die Dauer, das verstehe auch ich als Sozialdemokrat. Aber dass der Staat dann die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, zusammen mit der Wirtschaft, dass hier die Staaten miteinander diese Aufgabe haben, das scheint mir auch klar zu sein. Und dass es meiner Meinung nach höchst ungerecht ist, zu sagen, die Unternehmer müssen wieder einen höheren Ertrag haben, aber die Arbeiter müssen einen geringeren Arbeitsertrag haben, anders geht es nicht, das ist eben ein Prinzip, das ich nicht mit zu vertreten werde. Das heißt also, eine Säule Ihrer künftige Arbeit ist die Arbeitsplatzsicherung, die Erhaltung der Vollbeschäftigung. Wenn Sie die Legislaturperiode anpeilen, was sind für Sie
sonst die Hauptpunkte eines Programms für Österreich? In Ableitung des Parteiprogramms vor allem möchte ich das beantworten. Es schreibt sich natürlich leicht hin, dass es ein Recht auf Arbeit geben muss, aber dieses Recht auf Arbeit zu verwirklichen ist natürlich in Krisenzeiten sehr schwer. Es bleibt das also eine zentrale Aufgabe. Hier müssen zwei Punkte des Programms herangezogen werden. Zuerst einmal müssen wir die Struktur der österreichischen Wirtschaft verbessern. Ja, verändern, anpassen der neuen Entwicklungen, und das schafft allalong sicherere Arbeitsplätze und sogar mehr. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen. Der Umstand, dass wir festgestellt haben, dass Österreich ein großer Importeur von Automobilen ist und dass in uns der Gedanke entstanden ist, unter Umständen eine eigene Automobilproduktion zu entwickeln, hat natürlich die großen Automobilfabriken auf den Plan gerufen, die diese gute Kundschaft ja nicht verlieren wollen. Und es hat unzählige Verhandlungen in meinen Augen gegeben über Lösungsmöglichkeiten. In dem Maße, als wir an der Produktion eines wichtigen Artikels, der in Europa bis heute noch von keiner Krise erfasst wurde, schaffen wir eine doch nicht unwesentliche Strukturveränderung. Ein zweites Beispiel. Wir haben eine doch zurückgebliebene Infrastruktur gehabt. Unsere Waggons waren alt, Personenwagen und Frachtwaggons, unsere Rolle des Materials war veraltet, daher langsam unsere Bahnhöfe. Wir haben mit öffentlichen Mitteln diese Infrastruktur verbessert. Wir haben schließlich auch das Telefonnetz gewaltig ausgebaut. Wir haben viele neue Berufsschulen geschaffen. Alles das ist Arbeitsbeschaffung für die Wirtschaft, nicht nur um ihrer selbst willen. Wir haben die Leute ja nicht sinnloses Arbeiten, das nur um ihnen Gehalt zu geben. In Zukunft aber genügt. In Zukunft brauchen wir zur Überwindung der Weltwirtschaftskrise die Öffnung neuer Märkte. Ja? Das wird nur möglich sein durch die Zusammenarbeit mit den reichen Ölländern. Und hier haben wir zum Beispiel in unserem Programm sehr deutlich gesagt, und wir uns vorstellen, ich habe auch das Gefühl, dass je länger die Krise dauert und je unlösbarer die Probleme werden, desto mehr wird man diese internationale Lösung anpeilen. Heute schon gibt es eine gewisse Bereitschaft, sich mit diesen Ideen zu beschäftigen. Ich glaube, dass sehr bald eine große internationale Aktion zu erwarten steht, die durch einen Transfer der Kaufkraft, die wir haben, dritten Ländern in der dritten Welt sozusagen neue Möglichkeiten bieten wird, und in dem Maße, als sie reicher werden oder ihre Not überwinden, werden sie zu immer besseren Käufern unserer Produkte werden, und es wird so diese Krise überwunden werden. Das heißt also, im Vordergrund der nächsten Jahre steht ganz einsam an der Spitze die Wirtschaftspolitik. Es ist nicht nur die Wirtschaftspolitik, die hier involviert ist, denn in dem Maße, als es uns gelingt, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit etwa in Afrika uns neue Freunde zu schaffen, so wie Merkel uns dem Beispiel bei uns geholfen hat, Widerstand zu leisten, so wird hier sich auch in Afrika eine neue politische, weltpolitische Situation ergeben, ähnlich wie der, die wir in Europa gehabt haben. Die einzige Antwort jedenfalls wäre es, und wir hätten uns darauf verabschieden zu lernen. Zum Zweiten, was Österreich betrifft, glaube ich, wird man schrittweise jene demokratischen Ideen verwirklichen müssen, etwa der Wirtschaft ein höheres Maß an Mitbestimmung dadurch vorzubereiten helfen, dass man die Menschen für diese
nichts davon, immer neue Rechte und Gesetze zu schaffen, ohne dass die Menschen auch die Lust und den Willen haben, diese Gesetze in Anspruch zu nehmen. Die Freiheit der Vereinfachung, der Steuergesetzgebung, der Sicherheit und der Spiel der Zukunft. Ich sage noch einmal, nicht so sehr die Belastungen, die mit diesen Steuern verbunden sind, sind objektiv gesprochen so groß. Wir haben ja nicht wirklich mit anderen eine so hohe Steuer belastet. Das glauben die Menschen. Sie glauben, dass wir mit dem Staatsein so viele andere Unwerke. Auch hier wird sich also die Aufgabe stellen, die bewältigt werden muss. Und daneben wird man, so glaube ich, viele neue Überlegungen auf dem Gebiet unserer Kulturpolitik anzustellen haben. Denn die Qualität des Lebens wird nicht zuletzt auch von der Teilhabe am kulturellen Leben bestimmt. Herr Bundeskanzler, zum Schluss noch eine Frage. Wo sehen Sie das Endziel unseres Staates? Soziale Demokratie, sozialistischer Staat. Und gilt die Formel des Austromarxismus noch, die gerade von Karl Renner ja sehr stark betont wurde, die notwendigen Koalitionen, die also der Austromarxismus vorgeschlagen hat, sie dann einzugehen, wenn es gilt, eigene Ziele vorwärts zu treiben, um eben an das Endziel des sozialistischen Staates zu gelangen. Es ist, glaube ich, eine falsche Formel, vom sozialistischen Staat zu sprechen, sondern was wir wollen, ist eine Gesellschaft, die sich in demokratisch-sozialistischer Richtung entwickelt. Ein Endziel gibt es meiner Meinung nach im gesellschaftlichen Prozess nicht. Das ist auch eine Idee, die in diesem Programm sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Die geht nicht zu Ende. Immer wird es, sofern Demokratie gewährleistet ist, Menschen geben, die sich eine bessere Ordnung der Dinge vorstellen können. Und dieses Kämpfen um eine bessere Ordnung der Dinge ist ja nicht nur das Recht einer Partei, sondern in der Demokratie aller Parteien. Immer wird jede Partei von sich behaupten, sie kämpft für eine bessere Ordnung der Dinge. Bei der Demokratie wird ja die Entscheidung hierüber dem Einzelnen überlassen. Er muss sich überlegen, er muss die Entscheidung treffen. So gesehen kann man ja auch Österreich nicht isoliert betrachten. Österreich ist ein Teil der großen westlichen Industriegesellschaft, die wirtschaftlich ganz bestimmte Ziele hat. Sie dringt und drängt nach immer mehr Integration, nach immer mehr europäische Integration. Und das wird letzten Endes auch am Ende dieser Krise stehen, wahrscheinlich ein höheres Maß an europäischer Integration, was die Währungen betrifft, wahrscheinlich ein höheres Maß an Integration, was die Märkte betrifft und so weiter. An diesem Prozess nimmt Österreich teil, ob es nun will oder nicht. Wir sind ein Teil dieser westlichen Industriegesellschaft. Diese westliche Industriegesellschaft wird auf der anderen Seite mit dem Problem konfrontiert, wie lässt sich das alles mit unseren demokratischen Grundvorstellungen vereinbaren. Das ist ein täglich stattfindender, sehr dialektischer Prozess. Denn in der Wirtschaft trägt alles nach immer größeren Zusammenballungen, nach immer größerer wirtschaftlicher Macht, die dadurch diese gewaltigen Konzerne erreichen. Ich fürchte mich nicht davor, aber dagegen muss eine andere Macht stehen, die dieses Gleichgewicht, das wir in der Demokratie brauchen, herzustellen in der Lage ist. Das wird zu sehr viel mehr Internationalismus führen. Aus unserer Fähigkeit, gigantische Überschüsse zu erzeugen, werden wir gezwungen, einen Teil dieser Überschüsse abzugeben, wollen wir den Produktionsapparat in Gang halten, an jene
Hunderten, Millionen von Jahren armer Menschen. Es wird daher den Druck auf mehr Solidarität geben. Ob wir das jetzt aus dem Gefühl der Caritas tun, aus dem Gefühl des wirtschaftlichen Zwangs, ist gesellschaftlich gesehen gleichgültig. Wenn wir es nicht tun, werden wir an der Möglichkeit Reichtum zu schaffen erstecken. Und ich könnte noch einige andere Entwicklungstendenzen andeuten, aber ich glaube, die wenigen genügend zu zeigen, wie gewaltig die Aufgaben sind, die kommende Generation zu lösen. Und über allem steht eines, die große globale Auseinandersetzung mit dem Kommunismus. Der Kommunismus ist in der Westeuropa vielleicht tot, denn das, was der Kommunismus vertritt, ist die Abdankung des alten Kommunismus, sofern das überhaupt Bestand hat, was sie vertreten. Weltweit schaut das anders aus. Weltweit hat die Auseinandersetzung zwischen der Demokratie und der kommunistischen Diktatur erst begonnen. Und da behaupte ich nun, dass die soziale Demokratie besser gerüstet ist, diese Auseinandersetzung zu bestehen, als die bundespolitische Demokratie, weil sie besser in der Lage ist, dem Einzelnen zu zeigen, um wie viel mehr Sicherheit und Freiheit sie zu gewähren in der Lage ist, gibt einem vernünftigen Maß an Wohlstand, als alles das, was der Kommunismus bis jetzt zu leisten vermocht hat. Herr Bundeskanzler, ich danke für das Gespräch.